Meine Damen und Herren, guten Abend. Ich begrüße Sie zu einer neuerlichen Ausgabe der Zeit im Bild Spezial. Das Jahr 2000 war in mehrfacher Hinsicht spannend und zugleich beunruhigend. Die Wende zu einem neuen Jahrtausend verunsicherte die Menschen weltweit. Unklar war vor allem, wie Computer rund um den Globus auf die Zeitumstellung reagieren würden. Könnten sie sich unkontrollierbar zu einem einzigen gigantischen Netzwerk zusammenschließen und die Weltherrschaft übernehmen? Wie wir im Nachhinein gesehen haben, waren diese Ängste völlig unbegründet. Der elektronische Sprung ins neue Jahrtausend verlief weitestgehend reibungslos. Aber die eigentliche Bedrohung, die kam von einer ganz anderen Seite, denn es gab noch eine zweite, viel größere Herausforderung, deren Dimension niemand auch nur ansatzweise erahnen konnte. Von der Öffentlichkeit vollkommen unbemerkt entstand in einem Hinterhof mitten im tiefsten Wien etwas, das die Welt nachhaltig verändern sollte. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch nicht eingeschätzt werden, wie Gesellschaft, Wirtschaft und Politik auf diese Herausforderung reagieren und welche unabsehbaren Folgen daraus entstehen würden. Die Zukunft war plötzlich wieder ungewiss. Die Gefahr, dass ganz Europa ins Chaos stürzt, war groß. Nur eines zeichnete sich ganz deutlich ab. Die Entwicklung konnte nicht mehr aufgehalten werden. Es war zu spät. Brainbows war geboren. In den vergangenen 10 Jahren befassten sich unzählige Studien mit der Frage, warum dies nicht verhindert werden konnte und welche Auswirkungen der Zusammenschluss einer kleinen Gruppe von unberechenbaren Ausreißern auf die Menschheit haben würde. Sehen Sie selbst, was Experten aus den unterschiedlichsten Disziplinen dazu sagen. Innovativ, modern und nicht wegzudenken, wenn es um Nachhaltigkeit in Österreich geht? Das ist eine gute Frage. Spontan fällt mir ein, Brainbows ist was ist das? Ist das eine neue Billa-Werbung? Ja, ich finde, das ist eh super. Ich weiß nur bis heute nicht, was Brainbows heißen soll. Na, super Firma. Was genau ist Brainbows? Sagt mir gar nichts. Ja, der Christian Noel hätte es gern, dass er unter 006 laufen täte, aber bei uns schwankt man noch zwischen 000 und 001. Der Christian ist nicht sehr kommunikativ eben, hat kaum Ideen, also wem soll jetzt tatsächlich wirklich ansprechen? Also das Erste, was mir einfällt, ist Monika Langdaler. Die Monika ist sicher ein bisschen einfacher, die ist doch ein bisschen kommunikativer, ist ein Weibchen und ja, da, ich glaube, da bin ich schon ein bisschen positiver gestimmt, dass wir da was finden, ja. Sie bei uns für den Bereich Gentechnik zuständig ist. Wir sind grundsätzlich der Meinung, dass es Vielfalt geben soll auf der Welt und da ist natürlich die Gentechnik schon eine Möglichkeit, um diese Vielfalt zu erhöhen. Wie sie gestartet ist, war sie ethisch hochstehend. Meinen Sie mich persönlich? Und was mir einfällt bei Brainbows ist lustigerweise das Thema Feinstaub, weil das etwas ist, was wir mit Brainbows gemeinsam gemacht haben. Es stimmt teilweise, wir denken an 2 AKWs in Österreich und insbesondere der Beschluss in Deutschland hat uns natürlich da insbesondere bestärkt. Und ich finde, das ist das, was Brainbows für mich sehr stark verkörpert. Mit Inhalten und hat Bewusstsein geschaffen in Österreich. Eigentlich engagiert man Brainbows, um selber Rat zu bekommen. Wir wollen massiv gegen Brainbows vorgehen, weil das, was die machen, einfach nicht in Ordnung ist. Ja, es hat viele Turbulenzen gegeben. Es hat natürlich Wellen geschlagen. Das ist schwer im Nachhinein zu sagen, wie es funktioniert hätte. Wir haben noch keine empirischen Untersuchungen dazu, aber es ist so, dass viel warme Luft produziert wurde. Und natürlich ist das mit einem CO2-Ausstoß verbunden. Wir warten gespannt auf die Ergebnisse. Also ich hoffe, das hat nicht ursächlich jetzt mit mir zu tun gehabt. In diesem Haus im 3. Wiener Gemeindebezirk nahm alles seinen Anfang. Das Haus verfügte zu jener Zeit weder über Strom noch über Heizung oder Warmwasser. Einzig und allein ein Internetanschluss war vorhanden. Und so war der erste Geschäftszweig schnell gefunden. Doch alles nur auf ein Pferd zu setzen, entsprach von Beginn an nicht der Konzeption, die umfangreicher und vielfältiger sein sollte. Lobbying und Unternehmensberatung folgten sehr rasch als weitere Geschäftszweige, was sich nach dem Platzen der Dotcom-Blase umso mehr bewährte. Heute stellen diese Bereiche die zentralen Eckpfeiler des Unternehmens dar. Brainbows hat ja sehr intensiv den Nachhaltigkeitsprozess für Rewe in Österreich begleitet. Jetzt hat Rewe in Deutschland Joschka Fischer engagiert, um
das Brembus-Nachhaltigkeitstreiben wieder einzudämmen. Stimmt das? Das stimmt. Joschka Fischer ist die neue Wunderwaffe. Ich weiß noch nicht, wo der Wettbewerb stattfinden wird. Ob beim Joggen, beim Weintrinken oder bei anderen Themen, die die beiden Herren verbindet. Aber wir sehen den gelassen entgegen. Jetzt ist es ja so, dass zu solchen Jubiläen man normalerweise vielleicht ein kleines Geschenk machen möchte. Könnten Sie sich vorstellen, zu veranlassen, dass Brembus ab nun nur mehr gratis Strom bezieht? Das kann ich mir vielleicht vorstellen, aber nur für ganz kurze Zeitraum. Van der Bellen Brembus gibt es mittlerweile seit 10 Jahren. Das ist doch schon eine ganz lange Zeit. Was fällt Ihnen spontan zu Brembus ein? Eine super Firma. Ich meine, die haben ja schon bald ein Monopol in Österreich für alle Nachhaltigkeitsstudien, Umweltstudien, was weiß ich. Aber Gratulation, weil wie Monika Langtaler und Christian Noel den Club verlassen haben, das war ein schwerer Aderlass. Ich habe heute, glaube ich, den Generalsekretär der IV gefragt, ob sie schon Mitglied sind. Ich glaube, er hat es noch nicht gewusst, aber ich bin überzeugt davon, sie sind es schon. Ich weiß, dass sie es noch nicht sind. Sie haben schon mehrmals den Antrag gestellt, ist aber immer abgelehnt worden. Woran kann das liegen? Ja, nur im Umsatz. Brembus hat eben, wie gesagt, die Energiestrategie betreut. Hätte das Ganze nicht ohne Brembus besser funktioniert? Das ist schwer im Nachhinein zu sagen, wie es funktioniert hätte, aber ich glaube nicht, weil eine Promotorenrolle als Sachpromoter ganz wichtig ist. Und selbst die deutschen Freunde haben uns gefragt, wie das in Österreich zustande gekommen ist, dass doch eine so schwierige Materie zwischen zwei Ministerien oder mit zwei Ministerien und mit so vielen Stakeholdern als Prozess über die Bühne gehen konnte. Und das hat uns technisch, aber auch emotional Brembus in diesem Jahr eigentlich geleistet. Europameisterschaft 2008 wäre ohne Brembus nicht derart reibungslos und erfolgreich verlaufen. Ganz entscheidend und mit viel Einsatz wurde an diesem Großevent mitgearbeitet. Die Unterstützung in der Organisation und die Ausarbeitung eines Nachhaltigkeitskonzeptes für die EM stellte für Brembus eine besondere Herausforderung dar und wurde entsprechend gewürdigt. Nur das Feiern mit Brembus hinterließ bei einigen Akteuren Spuren, die sich mitunter auf die Qualität der Arbeit auswirkte. Das Projekt Euro schien trotz intensiver Vorbereitung plötzlich gefährdet. Letztendlich konnte das Match Deutschland gegen Polen friedlich beendet werden, nachdem der Zeugwart als Schiedsrichter eingesprungen war. Aber was ich haben will, ist, dass die Menschen, die dort arbeiten, mehr arbeiten, damit ich mehr Steuergeld aus den Erträgen, aus den Gewinnen lukrieren kann. Danke dafür im Vorhinein. Na, sagen wir, Siemens hat über 40.000 Beschäftigte in China schon. Also Brembus könnte sich auf diesen Hoffnungsmarkt spezialisieren, in Shanghai zum Beispiel. Naja, 10 Jahre Brembus heißt auch 10 Jahre immer wieder über Brembus stolpern. Kreativität, Humor, viel neue Ideen. Mit dieser Emotion, mit dieser Akribie und mit dieser Kompetenz weiterarbeiten. Aber ich glaube, das ist ein Erfolgsrezept und das sollte man fortsetzen. Am besten uns andienen. Brembus so weitermachen. Nein, ich finde, dass es einfach nicht okay ist, dass 10-Jahresfeste dermaßen selten gefeiert werden. Rainbows oder Brembus Regenbogen? Naja, nicht so weitermachen wie bisher, sondern zu den Wurzeln zurückkehren, weniger Geld verdienen, mehr Zeit haben für mich. Ich hoffe erstens, dass Deutschland auch die nächsten 3 Mal nicht Fußball-Weltmeister wird. Sie sollten vielleicht von der Bildfläche verschwinden, das wäre vielleicht der das Positivste überhaupt, was sie je gemacht hätten. Die haben ja ein ganz schönes Netzwerk, die Brembus. Ich finde das gut so und ich meine, würde mal sagen, weiter so. Weiter so. Von der großen Politik hielt sich Brembus stets fern. Nur einmal hat das kleine Unternehmen versucht, die Geschichte der globalen Politik mit zu beeinflussen. Dabei war jedes Mittel recht, um den gewünschten Erfolg zu erzielen. Hier hätten die Weichen ganz entscheidend gestellt werden können. Wie sich sehr rasch herausstellte, blieben die Bemühungen allerdings alle vergebens. Dieser Beitrag hat deutlich gezeigt, wie weit ein kleines Unternehmen in Österreich mit Nachhaltigkeit, Seriosität und Einsatz kommen kann. Meine Damen und Herren, wir haben in der Zwischenzeit den Schauplatz gewechselt und sind jetzt hier im Zentrum im Wiener Haashaus. Und ich begrüße im Studio die Meinungsforscherin Sophie Kamersin. Guten Abend. Und den Politikwissenschaftler Peter Filzmeier. Guten Abend. Guten Abend. Frau Kamersin, jetzt hat Brembus unter einschlägigen Experten schon einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht, aber
Wie wird denn das Unternehmen in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen? Ja, wir sehen in unseren repräsentativen Zeitreihenanalysen, dass die Bekanntheit leider noch relativ schwach ist und vor allem deswegen, weil die Verwechslung mit Brigitte Bardot, BB, doch vorherrschend ist. Wir können also eindeutig von einem Vampireffekt sprechen. Und was besonders auffällig ist, dass sogar junge Männer bis 30 Jahre immer noch gerne eine Nacht mit Brigitte Bardot verbringen möchten. Das müsste ich allerdings in den Daten noch einmal nachsehen, ob das wirklich so relevant in der Datenbasis ist. Aber insgesamt muss man sagen, da ist noch ein weiter Weg und Brainbows muss sich von diesem Vampireffekt lösen. Was ist denn die Konsequenz? Was würden Sie jetzt dem Unternehmen raten? Man kann ja nicht den Namen wechseln nach 10 Jahren, oder? Naja, also ich glaube, wir müssen uns auf den Kern der Sache konzentrieren. Das heißt einmal analysieren, wie sind die Beraterqualitäten von Brainbows? Und da spannt sich doch sehr schön dieser Bogen von sehr traditionell weiblichen Fähigkeiten und Qualitäten wie einfühlsam, sehr individuell, sehr persönlich, sehr empathisch, hin zu einem Bild, das deutlich effizient ist, problemorientiert, lösungsorientiert und schlagkräftig. Und da sehen wir doch, dass das androgyne Beratermodell funktioniert. Und im Übrigen Gratulation, weil das ist der lebende Beweis dafür, dass Paarbeziehungen funktionieren können. Und was allerdings noch zu analysieren ist, wer nimmt hier die weibliche und wer nimmt die männliche Rolle ein? Das ist eine interessante Frage. Herr Filzmeier, Sie haben sich auch Brainbows näher angeschaut. Was sagen Sie, wie groß ist denn Ihrer Einschätzung nach jetzt der Einfluss des Unternehmens auf die Politik? Vor allem ist das Potenzial von Brainbows geradezu gigantisch. Sollte sich Brainbows jemals entschließen, bei der nächsten Nationalratswahl anzutreten, ist die absolute Mehrheit praktisch sicher. Die etablierten Parteien haben keine Chance. Zu den möglichen Brigitte Bardot-Fans kommen noch die Bugs Bunny und Boris Becker-Fans, die sich auch für Brainbows entscheiden würden. Und damit ist praktisch mit aller Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, dass Monika Langthaler als nächste Bundeskanzlerin mehrheitsfähig wäre. Und die Wahrheit ist ja so, dass Heinz Fischer froh war, dass Christian Noël nicht angetreten ist bei der Bundespräsidentschaftswahl und das dürfte auch der wahre Grund für den Verzicht von Erwin Breuer gewesen sein. Gut, jetzt schauen wir in die Zukunft. Wo sehen Sie die Zukunft für Brainbows? Es ist eben die Schlüsselfrage, ob Sie in die Politik gehen. Dort ist der Weg sicher zum Erfolg oder ob Sie doch beim Unternehmen bleiben. Aber auch da ist nach oben hin keine Grenze gesetzt. Von Swarovski bis Föst, von Raiffeisen bis Magna, die können praktisch zusperren. Neben Brainbows überlebensfähig werden nur noch die Leading-Partner sein und jene, die als Bierbrauerei in Brainbows unterstützen. Herr Filzmeier, Frau Kammersin, vielen herzlichen Dank für Ihre Expertise. Ja, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie mit dabei waren und darf mich zunächst an dieser Stelle ganz herzlich von allen Zuschauern im Dreisat verabschieden. Einen schönen guten Abend Ihnen aus Wien. Und bei uns geht's jetzt weiter mit dem 10-Jahres-Jubiläum von Brainbows. Feiern Sie ausgelassen und kommen Sie gut heim, falls Sie dann überhaupt noch können. Einen guten Abend.